Einen wunderschönen guten Abend in die virtuelle Welt und nach Heidelberg, von wo dieses Projekt gestartet wird, Faszination Astronomie Online. Heute mal ein etwas weniger astronomisches Thema, sondern es geht um den sehr stark zugenommenen Verkehr im Sonnensystem mit Raumsonden und robotischen Sonden, mit denen wir die Himmelskörper unseres Planetensystems erkunden. Mein Name ist Ulrich Köhler, ich bin im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, dem DLR. Und ich arbeite in Berlin-Adlershof am Institut für Planetenforschung. Und da ist der Name natürlich schon Programm. Und ich möchte Ihnen einen klein wenig einen Überblick geben über das, was in diesen Zeiten, die natürlich auch für die Forschung, für die Wissenschaft, für die Raumfahrt schwierig sind, das braucht man gar nicht verleugnen, schwierig sind. Und als wir uns zu diesem Vortrag vereinbart haben mit dem Haus der Astronomie, hatte ich eine kleine Kurzfassung von meinem Vortrag eingereicht natürlich und ein schönes Bildchen dazu. Und ich habe gedacht, was ist schöner dieses Jahr als eine europäische Mission, die im September sich zum Mars aufmachen will, als Einführungsbildchen zu nehmen. Und das sehen Sie jetzt eben hier als erstes Bild. Das ist die Mission ExoMars. Kurz noch ein kleiner Hinweis vorneweg, weil ich nicht in jedes Bild jetzt reingeschrieben habe, wo es her ist, aber ich habe darauf geachtet, dass die Copyrights immer gewahrt bleiben. Das hier ein schönes Bild vom Start des James-Webb-Weltraumteleskops. Ich gehe da ganz kurz nachher auch nochmal darauf ein, obwohl das nicht mein Fachgebiet ist. Aber ich habe das Wort ExoMars ins Spiel gebracht und das bedeutet, dass vielleicht gerade auf dem Mars, unserem Nachbarplaneten, ein ganz klein wenig weniger Verkehr sein wird dieses Jahr als geplant. Und Sie ahnen, dass das auch etwas mit der aktuellen politischen Situation in Osteuropa zu tun hat. Es handelt sich um die Mission ExoMars. Das ist eine ESA-Mission, an der auch die russische Weltraumorganisation Roskosmos beteiligt ist. Und die wird es schwierig haben, dieses Jahr doch noch gestartet zu werden. Handelt sich dabei um einen Rover mit dem Namen Rosalind Franklin und einem Landemodul. Mit einer ganzen Menge interessanter Experimente, die jetzt eben startklar gemacht werden. Und weil die Frage nachher auf jeden Fall auch aufkommen wird. Und viele haben sie ja auch schon in den Medien beantwortet bekommen. Der ESA-Generaldirektor hat gesagt, es ist doch eher sehr unwahrscheinlich, very unlikely, dass wir ExoMars Teil 2 dieses Jahr auf einer russischen Soyuz-Rakete ins Weltall bringen werden und zum Mars dann weiter. Was da weiter geschehen wird, wissen wir als kleine Beteiligte überhaupt nicht. Also mehr kann ich da Ihnen jetzt auch nicht dazu sagen. Aber es ist natürlich schade für die Wissenschaftler und Ingenieure, die da jetzt also zum Teil über 10 Jahre schon daran gearbeitet haben, dass es dieses Jahr mit dem Startfenster zum Mars auch noch nichts werden wird. Der Rover ist benannt nach Rosalind Franklin. Das ist eine britische Biologin, die mit Crick und Watson zusammen in den 50er Jahren gearbeitet hat oder ihnen zugearbeitet hat, in London allerdings, und an der Entdeckung der DNA eben mit beteiligt war. Und das ist insofern relevant, weil eines der großen Themen, das wissen Sie alle auch, die Sie als Interessierte sich mit diesen Astrothemen beschäftigen, dass die Suche nach Leben im Weltall eine ganz große Nummer ist und die wird immer wieder auch in dieser Präsentation jetzt kurz aufklingen. Hier noch das Bild, wie ExoMars gerade gewissermaßen startklar gemacht wurde in den letzten Monaten, und für mich als Nicht-Ingenieur ist das schwierig nachzuvollziehen, wie ein Gerät mit so viel Drähten und Kabeln, dass das nachher alles in 300 Millionen Kilometern Entfernung super perfekt funktionieren wird. Aber das funktioniert ja dann auch immer wieder, wie wir einen anderen Rover Perseverance sehen, der auch noch eine Rolle spielen wird. Hier ein Bildchen, das habe ich schon seit 2-3 Jahren in meinen Präsentationen drin, das einfach zeigen soll, was mit Raumfahrt heutzutage alles möglich ist. Wir können im Grunde genommen jeden Himmelskörper im Sonnensystem innerhalb der Plutobahn und auch darüber hinaus können wir inzwischen ansteuern. Und die Raumfahrt ist nach 60 Jahren ein fantastisches, grandioses Werkzeug, das der Planetenforschung also unglaubliche Möglichkeiten eröffnet hat. Wir werden nicht alle, aber doch viele von diesen Missionen, von denen hier jetzt Bildchen in dieser Grafik sind, werden wir streifen und berühren. Und zunächst möchte ich Ihnen einen kleinen Ausblick geben, was es hier überhaupt gehen soll mit diesen Missionen, für die ja auch viel Geld ausgegeben wird.
Klar, der Mensch stellt sich schon immer die Sinnfrage. Er will wissen, wie seine Nachbarschaft aussieht. Und wenn er das getan hat, dann will er wissen, was denn in den Nachbargärten so gibt. Und fragt sich natürlich auch über das Sonnensystem hinaus, wie einmalig ist das alles, dass es uns hier gibt. Ne? Also diese Frage, ob das, was wir hier auf der Erde vorfinden, also ein an sich wunderschönen Planet mit Ozeanen und Lebensformen in aller Bandbreite, einfach ist das einmalig, allein schon im Sonnensystem. Mit Sicherheit in der Form ja, aber gibt es auf anderen Körpern des Sonnensystems Leben? Und darüber hinaus eben an anderen Sternen sind inzwischen schon, glaube ich, fast 5000 extrasolare Planeten entdeckt worden. Auch da guckt man natürlich nach. Und dann stellt man sich schon die Frage, diese kleine blaue Kugel, also die Planeten sind hier in richtigen Größenverhältnissen dargestellt, nicht die Abstände natürlich, aber diese kleine winzige Restmasse, aus der das Sonnensystem entstanden sind, diese nicht mal 2%, die am Ende übrig blieben, als die Sonne zündete und daraus 8 Planeten und viele Monde und so weiter entstanden sind, das ist schon ein guter Zufall. Und wie wir das eben herausfinden können, ob wir allein sind, da geht es dann in die Raumfahrt und in die Wissenschaftsmissionen, von denen ich heute erzählen möchte. Na, jeder kennt diesen Moment, ob allein am Strand oder so wie dieser Forscher in der Antarktis, wenn er in die Milchstraße guckt, dieses Band unserer Galaxis, und stellt sich die Frage, sind wir wirklich alleine hier oder gibt es woanders Leben? Gibt es entwickeltes Leben? Gibt es hochentwickeltes Leben? Gibt es höher entwickeltes Leben als auf der Erde? Alles Fragen, die über die Wissenschaft hinausreichen, bis in die Philosophie, wenn Sie so wollen, auch in die Religion natürlich. Und das beschäftigt uns. Und der Mensch ist eben so gestrickt, wenn er dann ein Werkzeug an die Hand bekommt, mit dem er hinter die Kruste gucken kann und da was kratzen und dann sieht er was und entdeckt was Neues, er geht auf den Mount Everest, er geht auf den Mond und so weiter, dann nutzt er das, diese Werkzeuge, und versucht, diese Fragen zu beantworten. Ja. Also, ob unser Sonnensystem einzigartig ist, also beim Blick in die Milchstraße, ist das schon statistisch natürlich eigentlich leicht zu beantworten. Wahrscheinlich nicht. Ja. Wenn es 200 bis 300 Milliarden Sterne in dieser Galaxis gibt, dann werden ähnliche Konstellationen wie im Sonnensystem zwangsläufig dabei sein. Wir haben vielleicht nur noch nicht die richtigen Werkzeuge, um das, also die Teleskope, mit denen wir das entdecken können. Warum gibt es Leben auf der Erde? Da kann man natürlich mehrere abendfüllende Vorträge auch halten und sowas. Im Grunde genommen hat es sehr viel damit zu tun, dass die Erde die richtige Entfernung zu ihrer Sonne hat und das Wasser hier in allen drei Aggregatzuständen stabil ist, Eis, Wasser, Wasserdampf, und wir diese Ozeane haben, wir haben eine Atmosphäre, die uns umgibt, und das ist eben in dieser habitablen Zone um die Sonne möglich. Sie sehen, dass die Venus da ein bisschen zu nah dran ist, Sie sehen, dass der Mars ein bisschen zu weit weg ist, aber das muss ja nicht immer so gewesen sein. Und war es auch nicht, weil auch ein Sonnensystem ist ein dynamisches Gebilde, natürlich. Ne? Also wir suchen, damit werde ich jetzt auch gleich ein bisschen anfangen, einfach bei den extrasolaren Planeten solche, die wie die Erde in einer möglicherweise habitablen Zone ihren Stern umkreisen. Und dort ist die Chance natürlich schon ungleich größer, dass wir auf Spuren von Leben treffen. Aber allein schon, wenn wir unser Sonnensystem betrachten und das mit Mitteln der Raumfahrt versuchen zu erkunden, wir haben Ziele für drei Leben, auch wenn jetzt noch so viele Raumsonden gerade unterwegs sind. Wir haben 8 ganz unterschiedliche Planeten, den Mond zählen wir eigentlich auch schon fast als Planeten dazu im System Erde-Mond. Wir haben fast 200 Monde, die wir kennen, vor allem an den Gasriesen, eben ganz große Zahl von Monden, die hochgradig interessant sind und zu denen es auch Missionen gibt. Es gibt 1 Million bekannte Asteroiden im Band zwischen Mars und Jupiter, und es gibt vermutlich Milliarden von Kometen, die wir natürlich alle nicht kennen, aber wenn sie uns einen Besuch abstatten, dann sehen wir sie wohl. Ne? Also, das sind jetzt praktisch nur mal so die Missionen, an denen unser Institut, das DLR, dankenswerterweise beteiligt ist. Wir sind da mittlerweile ganz gut vertreten. Und Sie sehen, da geht es zum Mars. Da sind so Namen wie Lucy, ich sage Ihnen nachher, was es damit auf sich hat. Plato, ein Teleskop, das erste Weltraumteleskop, das Deutschland praktisch für die ESA baut. Und Sie sehen, das sind alles langfristige Projekte, da geht es schon, reicht weit ins nächste Jahrzehnt hinein.
Und ich mit meinen fast 60 werde gar nicht mehr an allen Projekten irgendwie die Finger mit dran haben. Wie finden wir Exoplaneten überhaupt? Also das mal zunächst, also die eher astronomische kurze Exkursion in meinem Vortrag. Da gibt es diese Transit-Methode, also wenn ein Planet vor seinem Stern wie eine Fliege vor der Straßenlaterne vorbeizieht und einen Lichtabfall erzeugt. Das kann man bis zu 0,01% messen heutzutage. So kann man eben Planeten nachweisen. Man kann nachweisen, dass durch Rot- und Blauverschiebung, also durch Dopplereffekt, ein Planet einen Stern umkreist und an den gemeinsamen Schwerpunkt umrunden. Und da kriegt man schon eine ganze Menge an Dingen raus, also mit dieser Radialgeschwindigkeitsmethode und der Transitmethode, die Masse von einem Planeten, seinen Radius, seine Umlaufzeit, seine große Halbachse, damit die Temperatur, also wie heiß, wie nah ist er dran, Bahnneigung und so weiter. Und das klappt eben immer besser seit 1995, als man den ersten entdeckt hat, nach wie vor immer noch mit den guten alten erdgestützten Teleskopen, die ja sagenhafte Qualität mittlerweile haben, aber eben auch durch Weltraumteleskope. Koro war eines der ersten zur Suche von Exoplaneten. Dann kam Kepler, die unheimlich viele Kandidaten gefunden haben, die dann auch verifiziert wurden. Dann folgt seit kurzem Cheops mit einer Schweizer Optik, die überprüfen die Kandidaten von Kepler. Und wir basteln eben gerade in Bremen, wird das gebaut, das Weltraumteleskop Plato mit 26 Kameras, die in die Milchstraße gerichtet sein werden und dort ihre Quadranten dann nach extrasolaren Planeten untersuchen sollen. Ja, und auch das James-Webb-Weltraumteleskop wird da zeitweise genutzt werden. Wir haben Beobachtungszeit beantragt, wann wir die bekommen. Ich glaube, eine haben wir schon bekommen und die zweite noch nicht. Also mal sehen, wie das hier jetzt alles erst anläuft. Europa hat sich da jedenfalls nicht blamiert und das Ding großartig am Lagrange-Punkt 2 geparkt. Gehen wir mal in unsere ganz unmittelbare planetare Umgebung. Da sehen wir die Mondoberfläche und die Erde. Und da sehen wir einfach zwei Körper, die ganz gegensätzliche Welten sind. Auch bei dem Mond haben wir die Möglichkeit, ganz tief in die Vergangenheit des Sonnensystems zurückzublicken. Deswegen ist auch 50 Jahre nach Apollo immer noch ein hochgradig interessanter Himmelskörper, an dem längst noch nicht alle Fragen beantwortet sind. Und er ist natürlich auch ein naheliegendes Ziel, 400.000 Kilometer entfernt, sodass er fast zwangsläufig wieder in den Fokus der Raumfahrt rückte. Dieses Bild, dass der Mensch zum ersten Mal seine Erde richtig als Kugel gesehen hat, naja, hier ist nicht ganz eine Kugel, das war eigentlich nur den Apollo-Astronauten vergönnt. Die Astronauten auf der ISS und die Kosmonauten, die sehen ja immer noch den gekrümmten Horizont. Und alle sind sie ganz demütig zurückgekommen und haben gesehen, es ist so sonnenklar, was für eine fragile kleine Welt dieser blaue Punkt in der Unendlichkeit der Schwärze des Weltalls eben ist. Da tut sich schon seit einigen Jahren eine ganze Menge durch die chinesische Weltraumorganisation, die CNSA. Die haben Chang'e 1, Chang'e 2, Chang'e 3 ganz gut hingekriegt. Und dann Chang'e 4 war ein großer Durchbruch, eine Landung auf der Mondrückseite mit Relais-Satellit, der die Daten zur Erde überträgt. Und einem Experiment, zum Beispiel eines von mehreren, wo sie nachgewiesen haben, dass sie in der 14-tägigen Zeit, wo es hell ist auf einer der Mondhemisphären, möglich ist, Pflanzen zu züchten, was für zukünftige permanente oder semi-permanente Stationen sicherlich recht wichtig und interessant sein wird. Dann kam vorletztes Jahr Chang'e 5 auf der Mondvorderseite an einer Stelle zur Landung, hat Proben genommen und diese 1700 Gramm zur Erde zurückgebracht, die für die geologische Einordnung des Mondes, wie lang sein Vulkanismuswerte von ganz, ganz immenser Bedeutung waren, Apollo wirklich sehr gut weitergeführt hat. Und es ist sehr schön, dass die chinesischen Wissenschaftler sehr viel publizieren und an Konferenzen teilnehmen und uns daran teilhaben lassen, was für Ergebnisse sie erzielen. Der Mond wird auch für die Amerikaner und Europäer jetzt wieder eine große Nummer. Sie haben sicherlich davon gehört, dass ein neues Space Launch System entwickelt wird, das dieses Jahr zum ersten Mal fliegen soll, unbemannt noch um den Mond. Das ganze Projekt heißt Artemis, benannt nach der Schwester von Apollo. Und es soll eben wieder um Entdeckungen, um Forschung gehen. Es sollen aber auch ökonomische Möglichkeiten ausgelotet werden. Da bin ich jetzt eher etwas skeptisch. Und es soll auch wieder eine Inspiration für unseren
wissenschaftlichen Nachwuchs sein, solche großen Projekte anzupacken. Ja. Und da wird also etwas Ähnliches gedacht, sehr einfach ausgedrückt, wie eine kleine Raumstation, die in der Mondumlaufbahn ist und von der man dann auf die Mondoberfläche bei Gelegenheit runter kann. Hier sieht man das in einem etwas aufwendigeren Schema dargestellt. Also Artemis 1, das sollte jetzt dieses Jahr vielleicht noch kommen. Artemis 2 dann, die werden dann eher 2025 mit Menschen dann einmal den Mond umrunden. Dann gibt es diverse Service- und Platzierungsmissionen robotisch. Und irgendwann wird der Mensch vielleicht noch dieses Jahrzehnt den Mond wieder betreten. Und Sie sehen auf diesem Slide rechts oben auch den Mars eingeblendet, was nichts anderes natürlich bedeutet, als dass der Mond möglicherweise als Sprungbrett zum Mars dient, in gar nicht so ferner Zukunft vielleicht, aber es gibt noch kein Programm, das es festgelegt hätte. Gehen wir weiter, weil wir haben noch eine ganze Menge Dinge zu zeigen. Der Merkur ist auch einer von den vernachlässigten Himmelskörpern im Sonnensystem. Der bekommt 2025 Besuch von der 2018 gestarteten ESA-Mission BepiColombo, wobei ESA nicht ganz korrekt ist. Es ist eine gemeinsame Mission mit den Japanern. Die Japaner haben einen Mercury Magnetospheric Orbiter beigesteuert, also eine Magnetosphären-Messsonde, und die Europäer, wir machen das mit dem Mercury Planetary Orbiter mit, glaube ich, 10 Experimenten an Bord. 2 davon kommen von uns aus Berlin, da sind wir sehr stolz drauf. Und wie gesagt, das Ding kommt 2025 an. Nächster Planet, Next Stop Venus. Die Venus ist auch sehr lange vernachlässigt worden, auch weil sie ein sehr schwieriger Planet ist mit ihrer Gashülle. Man kann optisch praktisch nichts erkennen auf der Oberfläche. Man muss sich mit Infrarot und so weiter und Radar behelfen. Aber sie ist jetzt wieder ganz groß en vogue geworden, weil die Venus ist eben der Schwesterplanet der Erde, fast gleich groß, fast gleiche Masse, ganz anderer Werdegang. Und das möchte man natürlich verstehen, warum das so ist. Man möchte zum Beispiel auch wissen, ob es tatsächlich ein Zeitfenster gegeben haben könnte vor 3-4 Milliarden Jahren, als die Sonne auch noch schwächer war, ob es in diesem Zeitfenster von ein paar hundert Millionen Jahren ein Wasser auf der Venus gegeben haben könnte, viel Konjunktiv, und dadurch vielleicht auch auf der Venus die Möglichkeit zur Entstehung von Leben gegeben waren. Ja, das sind jetzt 3 Missionen entschieden worden, Veritas, Da Vinci und Envision. Also da kommt eine ganze Armada und die sollen dann eben unter anderem gucken, gibt es auch noch aktiven Vulkanismus auf der Venus, und überprüfen, ob das vor fast 2 Jahren vermeintlich entdeckte Molekül Phosphin pH3, ob das tatsächlich ist, dort existiert, weil Phosphin kann entweder nur in industriellen Prozessen hergestellt werden oder es ist ein Abfallprodukt, ein Stoffwechselprodukt von Leben. Das heißt, man hat Ideen, dass es sein könnte, dass in 50 Kilometern Höhe über der 470 Grad Hölle da unten am Boden, dass dort genügend Wasserdampf vorhanden ist und praktisch Organismen, Mikroorganismen, wie auf einem fliegenden Teppich die Venus umrunden. Ist nicht ausgeschlossen ganz, aber es ist schon etwas exotische Theorie, aber man guckt halt mal nach. Ne? Weiter geht's. Äußerer Nachbarplanet, der Mars natürlich. Da kann man jetzt auch stundenlang drüber erzählen. Wunderschönes Bild des Mars mit seinen typischen geologischen Strukturen, den Vulkanen, den Gräben, den Polkappen, dem südlichen Hochland, dem nördlichen Tiefland. Und da gehen halt eine ganze Mission in letzter Zeit hin. Und hier sehen wir mal alles, was seit Anfang des Jahrtausends auf dem Mars war und noch kommen wird. Fing an mit Mars Odyssey 2001. Dann alle haben sie letztes Jahr verfolgt, wie Perseverance gelandet ist, sehen wir gleich noch ein bisschen was. Und dann sollte eigentlich natürlich unser Rover 2022 starten. Und das letzte MMX ist eine Mars-Moon-Sonde, die auf Phobos landen wird. Die startet vermutlich am nächsten Startfenster 2024. Ja, das ist das, was die Amerikaner in der Umlaufbahn haben zurzeit. Eine ganze Menge, also 3 Orbiter, den Mars Reconnaissance Orbiter, Maven, Odyssey, immer noch unverwüstlich und robust, 2 Rover inzwischen, ganz ähnlicher Bauart, Curiosity 2012 gelandet im August und Perseverance letztes Jahr und dann noch eine geophysikalische Station InSight mit einem sagenhaft guten, präzisen Seismometer aus Frankreich, das also sehr, sehr wichtige Ergebnisse zum strukturellen Aufbau des Mars geliefert hat.
So, Perseverance ist eigentlich das Beste, was zurzeit auf dem Mars rumfährt, mit verbesserten Rädern, mit einem Bohrkopf, mit Kameras, die irrsinnig viele Aufnahmen machen. Ich habe vorhin mal nachgeguckt, inzwischen 228.000 Fotos übertragen. Also die Webseiten, da können Sie sich tagelang verlustieren dabei. Das sind wirklich wunderbar gemacht. Ne? Nicht unerwähnt möchte ich aber auch lassen, dass China eine sehr erfolgreiche Mission zum Mars gebracht hat. Einen Orbiter, einen Lander und einen Rover namens Tianwen 1, also eine richtig große Mission, also in einem Umfang, wie es die anderen noch nicht hinbekommen haben. Und hier sieht man ein Selfie von einer abgelegten Kamera. Das sieht irgendwie sehr, sehr lustig aus, aber halt auch klappt alles offensichtlich, was man hört von dieser Mission. Ergebnisse sind noch nicht so arg viele draußen, wird wahrscheinlich jetzt bei der LPSC, einer Konferenz in Houston, gerade zum ersten Mal was davon erzählt. Und die Vereinigten Arabischen Emirate haben mit zwei amerikanischen Universitäten einen Orbiter in der Mars-Umlaufbahn. Auch das erwähnenswert praktisch, weil es zeigt, dass diese Staaten sich auf den Übergang für die Nachölzeit mit ganz, ganz hochkarätigen technischen Projekten vorbereiten möchte. Hier sieht man so eine Karte, eine topografische vom Mars, wo überall schon gelandet worden ist. Also es fing an ja mit Viking 1, Viking 2, dann kam der Pathfinder 1997 dazu, Spirit and Opportunity, die sind 2004 ihre Mission aufgenommen. Dann 2012 war das Curiosity und dann eben jetzt Perseverance. Und die roten Punkte der damals noch sowjetischen Missionen Mars 2, 3 und 6, die sind zwar auf dem Mars angekommen, aber haben keine Wissenschaft machen können, weil sie gleich kaputt waren. Das sieht man sehr gut auch auf dieser Karte, diese Dichotomie des Mars, diese nördlichen Tiefebenen und diese südlichen Hochländer. Und dass eben vom Hochland topografisch dem Gefälle folgend Wasser ins Tiefland geflossen ist, das macht eben diese Grenzgebiete sehr interessant. Und außerdem ist natürlich am Äquator landen missionstechnisch sehr viel besser als jetzt an den Polen, wo die Nächte viel zu kalt sind. Warum wir das am Mars vermuten, dass es dort Leben gegeben haben könnte, weil wir wissen, dass über den Mars Wasser geflossen ist. Wir sehen Spuren eines Wasserkreislaufes in Form von verästelten Talsystemen. Wir wissen, dass es stehende Gewässer gegeben hat auf dem Mars, die zum Teil über vielleicht mehrere Zehner Millionen Jahre Wasser geführt haben und dort Schlamm und Sedimente abgelagert worden sind. Und genau das, so eine Landestelle hat man sich eben auch für Perseverance ausgesucht, wo es alles Mögliche hat, Tonminerale, Carbonate, wo man weiß einfach, die sind mit Wasser in Verbindung. Da passiert einiges Interessantes und deswegen hat man sich hier eine Landestelle ausgesucht in diesem Delta von diesem Fluss, das da in den Krater gemündet, der in den Krater gemündet ist und wird dort jetzt die nächsten möglicherweise bis zu 10 Jahre versuchen herauszubekommen, ob es dort Lebensspuren gibt. Ja, weil Flussdeltas sind auch auf der Erde gute Habitate. Sie kennen das vom Nil, Amazonas, vom Mississippi. Überall gibt es Deltas. Und deswegen ist man dorthin geflogen und sucht dort nach Biosignaturen. Das kann alles Mögliche sein, von Fossilien, wie diese fast 3,5 Milliarden Jahre alte Stromatolithen in Westaustralien. Ja, also vor 3,5 Milliarden Jahren ist auf der Erde das Leben entstanden, mit sehr, sehr primitiven Organismen. So richtig vernünftige Lebewesen, in Anführungszeichen, gab es erst mit der Kambrischen Explosion vor 560 Millionen Jahren. Also da werden wir vermutlich keine Saurierknochen finden. Aber von den Sachen, die links von der Bildmitte sind, da wäre denkbar, dass solche Biosignaturen von solchen Lebewesen zu finden sind. Es gibt übrigens noch heute Stromatolithen, zum Beispiel in Westaustralien, die bilden diese Matten, die dann so versteinert sind, die vielleicht eben mit dem Kamerasystem erkannt und dann genau untersucht und beprobt werden können. Ja. Also 3 wissenschaftliche Hauptziele von dieser Mission, Mars 2020, Geologie, Astrobiologie und eben diese Proben zu sammeln und zu deponieren. Und dann steht noch ganz recht, prepare for humans. Also das sind so kleine Experimente dabei, wie man aus dem CO2 Sauerstoff gewinnen kann, wie das Strahlungsumfeld ist und so weiter. Ja, heute halten wir Leben auf dem Mars auf der Oberfläche zumindest für sehr unwahrscheinlich, weil es doch extrem kalt wird in den Nächten, im Schnitt minus 70 Grad, auch weit über minus 100 Grad. Es ist extrem, extrem, extrem trocken in der Marsatmosphäre, fast kein Wasserdampf und die Strahlung ist doch relativ hoch, wobei man
weiß, dass auch extremophile Organismen da einiges aushalten. Zumindest der Werkzeugkasten der Natur, mit dem man Leben erzeugen könnte, theoretisch ist da Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, auch Stickstoff, dann Phosphor und Schwefel, ganz wichtige Elemente. Das hat schon Curiosity 2014 rausbekommen, dass es das in diesen Seesedimenten gibt. Also das ist da, und insofern ist es nicht unwahrscheinlich, dass eben Perseverance solche Biosignaturen findet, und man wird jetzt abwarten müssen, was da dabei rauskommt. Wegen der fortgeschrittenen Zeit machen wir den Film, den ich hier hatte, jetzt nicht. Der wäre einfach zu schön. Den sehen Sie sich auf den Webseiten der Mission an, von der Landung, wie das geklappt hat. Total kompliziertes Manöver. Sondern gehen weiter gleich zur Probennahme. Da sollen eben 36 Proben, die genommen werden sollen, davon 5 atmosphärische Proben, die dann in so einen Behälter kommen. Und dieser Behälter, der soll dann eben eingesammelt werden von einer Nachfolgemission. Daran bauen die Europäer jetzt bereits. Die soll dann 2028 starten. Das ist das, was wir da in der Bildmitte sehen. Und 2031 oder 2032 könnte es sein, dass die Rakete rechts dann in die Marsumlaufbahn gestartet wird, das Probenpaket übergibt an eine Rückkehrrakete, die dann die Proben zur Erde bringt. Warum der ganze Aufwand? Weil sie mit Hunderten von jungen Wissenschaftlern, vielleicht auch älteren, in Laboren die ganze Gänge und Gebäude belegen, sehr viel mehr herausbekommen werden als mit miniaturisierten, hochqualifizierten Analysegeräten auf den Rovern. Das ist einfach eine ganz andere Möglichkeit. Und sie haben die Chance, nach 50 Jahren die Proben nochmal sich anzugucken, weil sie vielleicht besseres Gerät haben und was übersehen haben könnten. Also die Probennahme, das hat geklappt. Hier sieht man den Felsen La Rochette mit 2 so Löchern, und hier sieht man in dem Probenbehälter, sieht man wie der Bohrkern da drin eingelassen ist. Große Erleichterung bei der NASA, weil der erste Versuch hatte nicht gut geklappt. Dann hatte Perseverance noch einen Helikopter dabei, den sehen Sie hier. Der hieß Ingenuity. Es ist also auch zum ersten Mal gelungen, auf einem anderen Himmelskörper kontrolliert zu fliegen mit einer kleinen Art Drohne für 40 Sekunden in 3 Meter Höhe. Und das haben sie, glaube ich, inzwischen 17 Mal wiederholt, wenn nicht sogar inzwischen noch mehr. Es wird so langsam zur Routine. Der Helikopter muss jetzt immer dem Rover hinterherfahren, dass er auch erfolgen kann. Und irgendwann wird halt mal vermutlich Schluss sein, dann steht er da. Und warum Missionen sehr teuer sind, das sehen Sie auf diesem Bild. Und Sie sehen aber auch, dass es ein Projekt ist, das eben nur gehen kann, wenn ganz, ganz viele Menschen über viele Jahre hinweg koordiniert zusammenarbeiten und sowas Komplexes auf den Weg bringen. Also das Bild beeindruckt mich ungemein. Das war Anfang 2020, im März, glaube ich, oder April, da durften wir dann schon nicht mehr reisen. Also es sind keine DLR-Mitarbeiter mit auf dem Foto, leider. So, jetzt zum Schluss geht es noch schnell in den Asteroidengürtel. Da haben wir zwar schon einige Missionen gehabt, die tolle Fotos gemacht haben. Das sehen Sie hier, das Diagramm spare ich mir, weil es einfach zu komplex ist. Ich will einfach nur sagen, es gibt wenige große, viele kleine Asteroiden, klar. Aber es gibt eben auch von den 1 Million bekannten Asteroiden etwa 23.000 über 100 Meter groß, die Erdbahnkreuzer sind oder Near-Earth-Objects, und die könnten uns gefährlich werden. Und darum ist man schon deshalb sehr bemüht, die Asteroiden sehr genau zu kennen. Und die sind wirklich also gerade ganz dick im Geschäft, die Asteroiden. Also vor ein paar Jahren, 2018, waren wir mit einer japanischen Mission an dem Asteroiden Ryugu, war wissenschaftlich sehr erfolgreich, auch mit Instrumenten. Dann letztes Jahr hat Osiris-Rex auf dem Asteroiden Bennu ordentlich Beute gemacht. Die sind gerade auf dem Rückweg zur Erde, da kommen also auch Proben an. Ja, hier sehen wir, wie das bei der japanischen Mission geklappt hat, wie dann rechts in der Bildspalte diese Kapsel in Australien geborgen wurde. Jetzt gibt es gleich ein großes Durcheinander auf dem linken großen Bild, wenn der Probennehmer aufsetzt, ja, weil der Körper hat einfach nur 1/60.000stel der Anziehungskraft der Erde. Das heißt, wenn man da etwas anschubst, dann fliegt das gleich ganz heftig durch die Gegend. Also das hat auch geklappt, auch Proben auf dem Weg oder sind schon auf der Erde und werden jetzt in die Labore verteilt. Ja, und so geht es weiter. Letztes Jahr startete mit dem Double Asteroid Redirection Test eine Mission, die mal gucken soll, ob man so einen Asteroiden ein klein wenig von seiner Bahn ablenken kann. Das wird dieses Jahr am 28. September sein. Da wird der kleinere Dimorphos-Asteroid, der den Didymos umkreist,
von der DART-Mission getroffen, in 11 Millionen Kilometer Entfernung, sodass die Teleskope der Erde das praktisch mit nachvollziehen können, was da passiert. Und Europa schickt 2024 noch eine Mission hinterher, um dann den Krater und den Auswurf und die Bahnumlenkung oder Bahnbeeinflussung messen zu können. Geht noch weiter mit den Asteroiden. Ja, und Hera wurde auch in Bremen gebaut, made in Germany. Lucy ist letztes Jahr gestartet, eine Asteroidenmission zu den sogenannten Trojanern des Jupiter. Ja, das ist immer hier, das sind an den Lagrange-Punkten 4 und 5, die Körper, die praktisch dort stabile Positionen einnehmen, dem Jupiter ein paar hundert Millionen Kilometer voraus und hinterher eilen. Ja, das gleichschenkliges Dreieck dann mit dem Jupiter bilden und der Sonne. Und da fliegt jetzt eben Lucy mal hin und guckt sich das an. Man vermutet nämlich, dass das etwas andere Körper sind als die Asteroiden im Hauptgürtel, sondern eher den transneptunischen Körpern ähneln. Wird man sehen, was passiert. War ein Bilderbuch, Nachtstart 2021 mit tollen Fotos. Und der Mission folgt dieses Jahr noch Psyche, die den Asteroiden gleichen Namens besuchen wird. Das wird auch im August sein. 2. August ist der Start geplant. 4 Experimente an Bord. Und dieses Ziel ist ein Asteroid, der hauptsächlich aus Metall besteht, der eine Dichte von fast der Erde hat und deswegen vermutlich der Kern eines schon differenzierten großen Asteroiden war, der von einem anderen getroffen wurde und jetzt nur noch der Metallkern durch den Asteroidengürtel segelt. So, zum Schluss noch eine kleine Runde ins äußere Sonnensystem. Ich bin gleich fertig. JUICE ist das große Projekt der Europäer zur Erkundung der Eiswelten im Jupiter-System, vor allem Europa und Ganymed gewidmet, aber auch Beobachtungen von Callisto und Io und Jupiter natürlich. Aber Europa und Ganymed sind eben die besonders interessanten Objekte, weil unter ihren Eiskrusten Ozeane existieren sollten. Das gilt als sehr wahrscheinlich, vor allem bei Europa. Bis zu 200 Kilometer tief könnte der sein und könnte durch vulkanische Aktivität mit Mineralen angefüttert und gewärmt werden und so auch ein Hort von potenziellem Leben im Sonnensystem sein. Wird man sehen, da werden noch weitere Missionen kommen. Auch bei Ganymed vermutet man so etwas Ähnliches, aber etwas tiefer. Und die Amerikaner kommen dann nach mit dem Europa Clipper, der also dann auch noch spezieller sich der Eiskruste von Europa widmet. Und irgendwann wollen die Amerikaner auch auf Europa landen und dann mal in diese Eiskruste reinbohren und vielleicht ein U-Boot in diesen subkrustalen Ozean setzen. So, wir würden natürlich noch gerne viel, viel, viel mehr machen. Vielleicht haben Sie schon von dem Saturnmond Enceladus gehört, 500 Kilometer Durchmesser, der eben auch Wasser ins Weltall sprüht und das sofort gefriert. Aber das Wasser speist sich aus so kleinen Wassertaschen unter der Eiskruste und auch dort könnte man Leben vermuten. Das gilt auch für den größten Mond am Saturn, dem Titan. Da regnet es Methan und Ethan aus den Wolken und angesichts der doch etwas gestiegenen Benzinpreise vielleicht in ferner Zukunft ein lohnendes Ziel, dass wir hier unsere Öl- und Benzinsorgen auf ganz andere Weise lösen. Aber ich glaube, da können Sie nur ein paar Nullen an die 2,18 Euro ranmachen, dass es wirtschaftlich erfolgreich ist. Wir waren schon auf Titan mit Huygens, der Landesonde, die durch die Atmosphäre schwebte, mit der Cassini-Raumsonde dorthin gebracht wurde. Die hat vorzügliche Wissenschaft gemacht, aber die hat eben nur 3 Stunden durchgehalten, ist dann eingefroren. Also da möchten wir wieder hin und diesmal etwas länger. Und ganz zum Schluss noch vielleicht auch ein exotisches Ziel, Triton, von dem man weiß, dass dort auch eine kleine innere Aktivität existiert. Also das möchte man sich vielleicht auch mal in den nächsten 10, 20 Jahren angucken. Und damit bin ich jetzt eigentlich so ziemlich am Ende. Ich zeige dann immer zum Schluss dieses wunderschöne Foto von der Cassini-Raumsonde von Saturn im Gegenlicht, wo zwischen den Ringen so ein kleiner blauer Punkt auszumachen ist. Das ist unser Planet, der natürlich mindestens das 10-100-tausendfache an Forschung braucht, um es in gegenwärtigen Krisenzustand zu überwinden als die Planetenforschung. Aber wir sind trotzdem dankbar, dass wir auch ein bisschen da draußen rumgucken können und auch über den Tellerrand raus eben in andere Systeme, zum Beispiel an den Stern TRAPPIST. Da hat man 7 Planeten oder 6 Planeten entdeckt, die ihn umkreisen und einige könnten sogar in der habitablen Zone sein und Ozeane haben. Und wenn man Wasser hat, dann kann man auch das schöne TRAPPISTENbier
dort nachbrauen. Und damit möchte ich es mit meinem Thema bewenden lassen und möchte aber nicht versäumen, Sie schon auf den nächsten Vortrag in dieser Serie Astronomie Online hinzuweisen. Nächsten Dienstag nämlich, das ist der 15. März, wieder um 19 Uhr. Da geht es dann um richtige Astronomie, um richtige Teleskope und das europäische Extremely Large Telescope in Chile. Und darüber wird Dr. Leonard Burtscher sprechen von der Sternwarte Leiden. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und damit ist der Chat eröffnet. Da ist schon eine erste Frage, die ich sehe, nämlich die Frage, ob im Hinblick auf Leben auf dem Mars, wie wahrscheinlich es ist, dass sich Leben anorganisch, also ohne Kohlenstoffkettenmoleküle entwickelt. Ja, da fragen Sie einen Geologen aber was Schwieriges. Klar, ich bin mit dieser Frage auch schon öfters konfrontiert worden, weil Kohlenstoff kann sehr schön 1, 2, 3, 4 Bindungen machen. Und das kann das Silizium eben auch, das im Periodensystem direkt über dem Kohlenstoff steht. Aber wir können einfach nur davon ausgehen, dass Leben so ist, wie wir es von der Erde kennen. Es sei denn, wir entdecken irgendwann mal was anderes. Natürlich, klar, dann ändert sich unser Weltbild. Aber wenn wir jetzt nach etwas suchen, müssen wir nach dem suchen, was wir von der Erde kennen. Da gibt es eine zweite Frage. Da steht, ob es Projekte oder Missionen gibt, die jenseits der Pluto-Bahn das äußere Sonnensystem erkunden würden. Soviel ich weiß, wird von New Horizons für 2031 jetzt noch ein weiteres Ziel angepeilt. Weitere Missionen sind mir jetzt nicht geläufig. Es ist vielleicht am Rande bemerkt, gibt es immer noch die Missionen Voyager 1 und Voyager 2, die immer noch Daten senden von 3 Experimenten und die sind jetzt, glaube ich, so 115, 120 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt und die machen immer noch Magnetfeldmessungen und halten wohl noch bis Mitte der 20er Jahre mindestens durch. Und die Anekdote, die sich daran knüpft, ist, dass sich das wer vom Team noch existiert, unter anderem der ehemalige Direktor vom Jet Propulsion Laboratory, die kommen einmal in der Woche, kommen die hin und die arbeiten immer noch mit ihren 386er Computern, mit denen sie die Voyager-Sonden ansprechen. Ja, also das beantwortet vielleicht auch die nächste Frage, wie lange wir noch Signale von Voyager erhalten. Also soviel ich weiß, maximal bis 2028, dann ist, glaube ich, sind die radiothermonuklearen Generatoren nicht mehr in der Lage, genügend Strom zu erzeugen. Gibt es weitere Fragen? Noch bin ich nicht am Teleskop und gucke mir den schönen Mond an heute Abend. Die Erde wäre ohne Treibhauseffekt ja ein Eisschrank, das ist richtig. Die wäre minus 16, minus 17 Grad kalt. Geht man also von einer ähnlichen Atmosphärenzusammensetzung wie bei der Erde aus, wenn man beurteilt, ob ein Exoplanet in der habitablen Zone liegt? Bin ich auch nicht der endgültige, ultimative Spezialist dazu. Prinzipiell ist das richtig, so zu schließen. Ja, es ist ja nur so, dass die Erde am Anfang wie die Venus und der Mars eben auch eine über 90% CO2-Atmosphäre hatte und das erst durch den Stoffwechsel so vor 2,2 Milliarden Jahren angefangen hat, in Richtung einer Stickstoff-Sauerstoff-Atmosphäre zu kippen. Ja. Und deshalb hängt die Beantwortung dieser Frage auch ein bisschen davon ab, zu welchem Zeitpunkt man jetzt das Licht oder dieses Signal von einem Exoplaneten erhält, um zu wissen, in welchem Zustand er denn gerade sein könnte. Im Anfangslebenstadium, dann würde man sagen können, okay, das ist eine CO2-Atmosphäre wie auf der Venus, da hat es bei uns auch gefunkt. Oder eben, wenn man eine Stickstoff-Sauerstoff-Atmosphäre identifiziert, ob es sich schon um ziemlich weit fortgeschrittenes Leben mit sehr viel Photosynthese handelt. Oh, eine schöne Frage jetzt, aus dem Kapitel Weltraumschrott. Mit zunehmendem Weltraumschrott und immer mehr Satelliten, wie will man da noch sicher mit einer Rakete zum Mond fliegen? Ja, also ganz so schlimm ist es nicht. Also stellen Sie sich vor, Sie fahren durch die Sahara und in der Sahara sind 10 Autos unterwegs. Was glauben Sie, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, wenn man da die Füße aufs Lenkrad legt, dass von rechts einer kommt und man denn übersieht und ihm die Vorfahrt nimmt? Also es ist
noch kein Drama. Sie sprechen wahrscheinlich an, dass am 4.2., am 4.3. Auf der Mars, auf der Mondrückseite eine Raketestufe eingeschlagen ist. Eben, tatsächlich gibt es aber einen Begriff, der sehr ernst genommen wird in der Zwischenzeit, das heißt Planetary Protection. Das heißt, man achtet in der Zwischenzeit auf jeden Fall darauf, dass Raumfahrzeuge, die da draußen unterwegs sind, ganz also von der Erde weg, dass die sterilisiert sind und nicht irgendwie zukünftige Forschungsergebnisse verfälschen können oder eben im schlimmsten Fall sogar Mikroben auf den Mars bringen, die dann sagen, ach, hier ist aber schön, hier pflanze ich mich jetzt mal fort. Falls es möglich wäre, auf dem Mond oder Mars Rohstoffe abzubauen, wem würden diese Rohstoffe zustehen? Ja, first come, first served. Es ist so, dass für den Mond und für den Mars das Gleiche gilt wie für die Antarktis eigentlich. Sie gehören eigentlich niemandem und wenn aber einer kommt, dann hat er sie wohl. Ja. Also das gibt ein Weltraumrecht, das auf diesem Gebiet nicht sehr gut entwickelt ist und der Kollege Professor Schrogel aus Tübingen beschäftigt sich unter anderem mit solchen Dingen und der könnte dort besser Auskunft geben als ich jetzt. Ich bin ein absoluter Nichtjurist. Es eine interessante Anekdote auch dazu wieder. Es gibt ja die Apollo 11 Landestelle. Dort steckt, ob Sie es glauben oder nicht, eine Fahne im Mondstaub. Und diese Fahne, die im Mondstaub steckt, die würde sich vielleicht gar nicht mal jemand holen. Deswegen wollte die NASA daraus ein UNESCO-Weltkulturerbe machen. Und das wurde ihr aber verwehrt, weil das die UNESCO nur für solche Dinge auf der Erde zuständig ist. So, wie sieht eine moderne Landung auf dem Mond aus? Wieder mit Landefähre oder setzt die Rakete selbst auf? Kann ich Ihnen nicht abschließend beurteilen. Ich weiß, dass die Orion-Kapsel und das Prinzip Apollo praktisch wieder mit Mondfähre angestrebt wird, aber ob auch andere Szenarien diskutiert werden, weiß ich ehrlich gesagt nichts. Jetzt geht es wieder zu einem Weltraumteleskop, ob ich noch mehr Details zur Plato-Mission angeben kann. Ja, das ist also was wirklich ein ganz neues Konzept von Weltraumteleskop, wo eben mit 26 unterschiedlichen Kameras unterschiedliche Segmente im Himmel untersucht werden sollen auf riesig großen Sensoren, die also sehr viele Daten gleichzeitig sammeln können. Es wird also die Mission sein, die im Weltall war, die die größte Datenmenge generiert hat, die es je gab. Wird von der Firma OHB in Bremen gebaut und soll 2026 starten. Und es ist eine ESA-Mission und das wissenschaftliche Konsortium wird unter anderem von unserem Institut geleitet. MOXIE auf Perseverance ist eigentlich aus jeder Art Gestein der gebundene Sauerstoff damit heraus lösbar. Prinzipiell ja, man kann jedes Gestein zermahlen und zerlegen, dass das an die chemischen Bestandteile rankommt. Nicht alle Arten von Gestein enthalten Sauerstoff, aber eigentlich doch schon fast alle. Also es gibt halt Gesteine, die sind reine Elemente. Ne? Zum Beispiel reiner Kohlenstoff, Diamant ist gewissermaßen ja auch ein Gestein oder Graphit. Das ist dann halt eher ein Rohstoff. Ne? Ja. Sonst ist es, die ganzen Silikate enthalten Sauerstoff, ein Sauerstoffatom und 4 Siliziummoleküle drumherum. Und andersrum, ein Siliziummolekül und 4 Sauerstoffatome drumherum. Also das ist schon noch, dann gibt es die reinen Oxide wie Titanoxid und so weiter. Wie dick ist die Eisschicht von Europa? Da gibt es zwei Antworten. An den Nahtstellen, wo offensichtlich durch tektonische Spannungen immer wieder Brüche aufstehen, könnte sie ganz, ganz dünn sein. Also wirklich nur vielleicht wenige 100 Meter, wenige 10 Meter, vielleicht ein, zwei Kilometer. Und an anderen Stellen ist sie mit Sicherheit einige Zehner Kilometer dick. Starshot in diesem Jahrhundert kann ich Ihnen technisch nicht beantworten. Zwei linke Hände, kein Techniker. Tut mir leid. Dann sind im Moment keine weiteren Fragen. Dann verabschiede ich mich von Ihnen und
lasse Sie in der Vorfreude auf den nächsten, sicherlich noch spektakulären Vortrag. Ich lobe mich jetzt mal selber. Und es hat mir sehr viel Freude gemacht, so mit einem kleinen Parforce-Ritt jetzt hier noch nicht einmal alle Missionen anzureißen, die es diesen Moment gibt und die geplant sind. Aber Sie sehen, es tut sich unglaublich viel in diesem Sonnensystem und dadurch, dass es keine astronautischen, also bemannten, befrauten Missionen sind, sind es auch Kosten, die eine Gesellschaft noch tragen kann. Ja, immer wieder wird die Frage gestellt, lohnt sich das denn überhaupt? Das zum Schluss jetzt einfach noch. Ich denke ja. Stellen Sie sich die Mission Rosetta vor mit der Landung auf dem Kometen Churyumov-Gerasimenko. Die hat jeden EU-Bürger 4 € gekostet. Das sollte es uns wert sein. Vielen Dank Ihnen allen und wo auch immer in der Welt Sie sind und mir zugehört haben, einen schönen Abend.